lass uns so ein geiles Leben. Mit traumhaften Champagnerfeten, mit Fame, viel Geld, schicken Wellen und Sonnenbrillen. Wenn am Freitag die Millionen im Euro-Jackpot sind. Wächst und wächst und wächst. Freitag rund 65 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Ja, richtig, genau. Schreiben Sie, Daniel Ebert ist der gesündeste Mensch, der jemals zum Bundeskanzler gewählt wurde. Dankeschön, Frau Doktor. Oh, hallo. Guten Tag. Was Trump kann, das kann ich ja schon längst. Donald Trump hat offensichtlich sein eigenes Gesundheitszeugnis diktiert. Das hat jetzt sein ehemaliger Leibarzt jedenfalls in einem Interview behauptet. Aufgefallen ist es nur, dass die Formulierungen und die Wortwahl etwas ungewöhnlich waren. Und das ist schon eine, Überraschung, dass ein Satz wie Trump wird der gesündeste Mensch sein, der jemals zum US-Präsidenten gewählt wird, nicht von einem promovierten Mediziner stammt. Überraschung, ja. Gott sei Dank leben wir hier in einer Demokratie, hier in Thüringen zumindest. Und die Kommunalwahlen, die sind nun endgültig und überall vorbei. Jeweils mit amtlichem Endergebnis. Mit einem Ergebnis, bei dem sogar Mike Moring sagt: Was ist in Suhl, haben wir die Wahl gewonnen. Nach vielen Jahren den Oberbürgermeister wieder. Ach, der Herr Dringel ist gar nicht mehr? Nee, das ist es vorbei. Ja. Okay. War ein knapper Ausgang, sozusagen. Knapper Sieg, genau. Okay. Ja, egal, Entschuldigung. Ja. Fiel mir da gerade so ein. Ja, richtig, egal. Schöne Farben übrigens für die CDU. Leicht rosa, etwas ins Bräunliche. Übrigens nicht nur im Trump-Land, auch bei uns läuft das mit der Wahlbeeinflussung über Social Media prima. Ein Gerücht bei Facebook bringt mehr Stimmen als 10 Argumente. Hey, der Kandidat ist doof. Das stimmt doch gar nicht. Der hat Abi, der hat eine Frau, der hat Freunde. Nee, der ist doof. Das habe ich gehört. Naja, aber so doof kann der nicht sein. Der war in der Schule. Der hat einen guten Job. Nee, der ist doof. 200 Leuten gefällt das. Und jetzt beruhigen sich bitte wieder alle. Zwar sind die Kommunalwahlen vorbei, aber nächstes Jahr wird zumindest in Thüringen Superwahljahr. Erst ein bisschen Stadträte und so und im Herbst dann auch nochmal Landesregierung. Und da kommt Herr Moring wieder ins Spiel. Er hat beschlossen und verkündet, er ist jetzt alt genug, er will Ministerpräsident werden. Er will es zumindest versuchen. Nochmal. Es ist aber erst im Herbst nächsten Jahres, also 2019. Wir haben jetzt mehr als ein Jahr lang Zeit für herrlichste Schlammschlachten, jede Menge Facebook-Marketing und jede Menge Filterblasen-Stimmungsmache. Und wer war's zum Schluss? Die Russen. Ich weiß zwar nicht, wie der Putin das immer macht, aber der schafft es sogar, dass hier jetzt die Werbung kommt. Wächst und wächst. Freitag rund 65 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen. Willkommen zurück bei Nonsenf. Noch ein Wort zu Jens Spahn. Ja genau, der Minister für... Was kann der eigentlich? Ach ja, richtig. Hartz IV. Beurteilen kann er gut. Er ist halt Fachmann, er ist nämlich Gesundheitsminister.
Der hatte ja gesagt, Jens Spahn, Hartz IV ist keine Armut, sondern die Antwort unserer Gesellschaft auf Armut. Und daraufhin hatte Frau Schlensorg aus Karlsruhe ihn eingeladen, sie doch mal zu besuchen und mal zu gucken, wie es sich wirklich von Hartz IV lebt. Und Jens Spahn hat es getan. Er hat 6 Stückchen Kuchen gekauft und hat die gute Dame besucht. Die Welt berichtet. Die Aussage von Jens Spahn hatte viele Hartz-IV-Empfänger verärgert, auch Sandra Schlensorg. Die alleinerziehende Mutter aus Karlsruhe ist seit 5 Jahren arbeitslos. Der Gesundheitsminister solle mal einen Monat mit Hartz-IV leben. Über 200.000 Menschen unterschrieben bereits ihre Online-Petition. Nun besuchte der Minister die 40-Jährige zu Hause. War ein gutes und vertrauensvolles Gespräch und der Herr Minister hat sich sehr interessiert für die Frau Schlensorg und es war gut und ich denke, er hat auch was mitgenommen. Was? Die Frau hat kaum was und er zockt sie auch noch ab. Ja, was hat er denn mitgenommen? 7 Stückchen Kuchen. Das ist eben Reichtum. Ja, und Reichtum kann so herrlich sein. Comedian Till Reimers hat das mal hier im Schweizer Rundfunk ausgezeichnet erklärt. Das Ziel des Lebens ist einfach, fucking reich zu werden. Ja, ja, habe ich schon ein paar Fans. Super, ja. Ja, also ich meine jetzt richtig reich, steinreich. So, dass ihr Leute mit Geld zuscheißen könnt. Dass ihr denkst, den Porsche da vor mir, den ramme ich jetzt. Und dann steigt der Fahrer wütend aus seinem Auto und du wirfst ihm erstmal ein Bündel Geld ins Gesicht. Und sagst, hier, kauft ihr ein neues Auto. Aber eins, das teuer ist. Aber vorher tanzt für mich. Das Gefühl ist doch einmalig. Das kann man doch mit Liebe gar nicht aufwiegen. Klar, Geld hilft nicht immer. Wenn einem das Kind aus dem Fenster fällt zum Beispiel. Ist ein Stimmungskiller. Aber ich sag mal so, wenn einem das Kind aus dem Fenster fällt, wie scheiße ist es dann noch zusätzlich arm zu sein? Und noch ein Trost, man ist ja nicht reich, weil einem das Kind aus dem Fenster gefallen ist. Was für ein Reichtum. Herzlich willkommen zurück. Wir haben 2 wundervolle Gäste, beide Profimusiker. Und die Profimusiker zeichnet ja eine Sache besonders aus. Sie machen ausschließlich für Geld Musik. Das haben wir nicht, deswegen werden wir sie sprechen hören. Hallo Johannes, hallo Tim. Hallo. Hallo. Ihr wollt heute ein bisschen Werbung machen für ein Konzert auf einer ganz besonderen Bühne. Die stellen wir gleich vor. Aber jetzt stellt doch erstmal das Konzert vor. Was wird es werden und wann ist das? Ja, am 2.6. diesen Jahres findet auf der Seestern-Panoramabühne in Zollenroda-Triebes das Konzert Tramp Cats Big Band meets Rolf Zukowski statt. Wahnsinn. Also klingt erstmal großartig. Tim, was ist deine Aufgabe dabei? Also ich bin der musikalische Leiter, das heißt, ich stehe vor der Band, mache so aber ungefähr. Aber die Hauptarbeit ist eigentlich davor. Die Hauptarbeit ist davor. Ich habe, du meinst zeitlich davor? Ja. Ich habe einige Stücke schon geschrieben, arrangiert, genau. Und wir haben zusammen, Johannes hat geplant, ich habe die Musik zusammengestellt und genau, ich muss an dem Abend eigentlich am wenigsten machen. Die Musiker müssen die Leistung erbringen. Richtig. Ja. Johannes, du spielst in der Band mit? Ja, ich spiele als Saxophon, genau. Und deine Aufgabe im Vorfeld war welche? Es wurde dann immer mehr als anfänglich gedacht. Das sind erst Terminplanung, Absprachen mit Musikern, Absprachen mit diversen Ordnungsämtern, Werbung, Marketing. Also du hast die Band im Grunde erstmal zusammengetrommelt. Ja, also der Grundgedanke kam... Eine Band zusammenzutrommeln ist auch nicht schlecht. Ist mutig, ja. Ist mutig. der Grundgedanke war schon länger in mir sozusagen. Und dann habe ich Tim kennengelernt und dann habe ich gedacht, das ist der Mann, der den musikalischen Hut aufgesetzt bekommt. Und dann ging es so langsam los. Also ich würde sagen, so September, Oktober habe ich angefangen. Letztes Jahr. Ja. Und jetzt, nach fast einem Jahr ist es fast soweit, Anfang Juni, Damen und Herren, wird es auf dieser Bühne großartig. Wir stellen Ihnen jetzt erstmal die Bühne vor und schon mal der kleine Hinweis, bald ist Muttertag.
großartige Location, kann man schon mal sagen. Eine großartige Band wird dort spielen, das haben wir auch schon ansatzweise gehört. Und den Stargast des Abends haben wir ja auch schon erfahren, Rolf Zukowski. Wie kam es denn überhaupt zu der Zusammenarbeit? Ja, da gibt es zwei Gründe sozusagen, die wir dann bemerkt haben, dass wir beide zwischen uns irgendwie Verbindungen bestehen zu ihm. Tim kann da ja mal einsteigen. Ja, wir hatten vor 4 Jahren eine gemeinsame CD-Produktion, wo ich auch arrangiert habe und Rolf war sozusagen der Produzent. Da haben wir relativ intensiv zusammengearbeitet über längere Zeit und da haben wir uns kennengelernt. Genau, und meine Verbindung ist sozusagen, das Konzert wird unterstützt und gefördert von der Bauerfeind AG und da gibt es eine private Verbindung sozusagen. Die sind befreundet. Kennen sich. Genau. Alles klar. Und schon steht Rolf Zukowski bei euch auf der Bühne mit eurer Big Band und es gibt in der Weihnachtsbäckerei zu hören, oder was hören wir da? Das jetzt nicht. Die wenigsten Leute wissen ja, dass Rolf auch ein Erwachsenenrepertoire geschrieben hat und wir wollten ihn auch mal von dieser Seite zeigen. Das lag uns am Herzen und deswegen haben wir 5 Stücke aus seinem Erwachsenenrepertoire genommen. Ich habe es für Big Band umarrangiert und wir werden ihn so mal dem Publikum präsentieren. Weißt du, ob Rolf Zukowski schon mal mit Big Band gesungen hat? Ich gehe stark davon aus, dass diese Stücke eine absolute Welturaufführung sein werden. Und Sie können dabei sein, Damen und Herren. Aber 5 Stücke ist auch ein kurzes Konzert, oder? Das Konzert ist länger. Also wir haben Rolf als einen Block im Konzert, machen aber eine Reise durch die Big Band-Geschichte im Prinzip. Angefangen von Glenn Miller bis hin zu moderneren Jazz-Komponisten. Aber alles Stücke, die auch den Leuten sicherlich gefallen werden, weil sie sehr, ja, sind halt Ohrwürmer und der ein oder andere wird sie schon mal hier und da irgendwo gehört haben. Ich bin ja wirklich Freund der Fahrstuhlmusik. Alles, was im Fahrstuhl läuft, gefällt mir. Bert Kämpfert, Herb Alpert, so, solche Geschichten. Gibt es da was zu hören in der Richtung? Dann komme ich auch. Ja, also wir müssen uns erstmal noch um den Fahrstuhl kümmern. Ja. Fahrstuhl wird eingebaut in die Bühne, dafür sorgt Johannes. Genau. Bert Kämpfert können wir als Zugabe überlegen, aber die ZDF-Pausenmusik der 80er Jahre wird als Big Band Version erklingen und wenn das nichts für dich ist. Ja, bitte, dann bin ich völlig dabei und wenn dann noch Frank Zander und Zini vorbeikommen, ist der Abend gerettet. Aber Johannes, du selber spielst auch in der Band mit, hoffe ich. Genau, ich spiele als Saxophon und habe mir so ein bisschen den ganzen organisatorischen Hut aufgesetzt, habe die ganze Planung ringsum sozusagen übernommen. War das schwierig, die Band zusammenzukriegen? Ich muss sagen, dass es leichter war als gedacht. Ich habe Kollegen angerufen, die ich so über die Jahre im Studium kennengelernt habe oder auf Konzerten kennengelernt habe, die ich musikalisch und menschlich sehr schätze und es einfach schön ist, mal zusammen was zu machen. Und da hatten alle, wenn die Zeit hatten, haben gesagt, ja, unbedingt, machen wir. Ist eine Band, die hat sich bis jetzt noch nie vollständig getroffen, oder? Also zumindest niemals gleichzeitig. Echt? Genau, in der Form nicht, gibt es nur in Form von E-Mails. Ja. Nicht bisher. Aber ihr macht vorher Probenlager oder sowas noch, ne? Hoffentlich. Wir treffen uns am Donnerstag zum Proben, dann proben wir Freitag. Es gibt auch eine öffentliche Probe, wo sozusagen ansässige Schulen kommen können sich einen Teil der Probe ansehen, die Schüler, und können ein paar Fragen stellen, so Musik als Beruf und in die Richtung, um einfach auch noch ein bisschen die Jugend für zu interessieren. Und am Samstag geht es dann rund. Die Tramp Cats Big Band, sagt nochmal das Datum. 2.6. auf der Seestern Panoramabühne in Zollenroda, direkt am Biosee Hotel Zollenroda. Ja, da ist auch für Übernachtung gesorgt und das ist direkt daneben. Man kann also direkt in Hausschuhen vom Hotel zum Konzert laufen. Und das wäre jetzt so mein Hinweis gewesen an die Herren, die vielleicht noch nach einem außergewöhnlichen Muttertagsgeschenk suchen. Es muss nicht immer die holländische Tulpe sein. Es darf auch mal eine Eintrittskarte zum Tramp Cats Big Band Konzert sein mit anschließender Hotelübernachtung. Und auf der Bühne sieht man nicht nur die Band, man sieht auch den Sonnenuntergang. Gell? Man sieht auch den Sonnenuntergang, man guckt quasi direkt aufs Zollenroder Meer. Die Sonne geht unter, man hat ist komplett überdacht, es ist eine Freilichtbühne, es gibt 1000 überdachte Sitzplätze, die Bühne ist überdacht. Also es kann auch regnen, nur die Hausschuhe werden dann wahrscheinlich ein bisschen nass. Ja, dann nehmen wir die guten Gummiklocks und gehen dann zu diesem wundervollen Konzert. Vielen Dank für euren Besuch hier und Ihnen viel Spaß beim Konzert am 2.6. in Zollenroda. Wir sehen uns aber schon nächste Woche wieder und werten dann mal die Woche, die vor uns liegt, so ein klein bisschen aus. Nonsens gibt es dann wieder an der gleichen Stelle hier in Ihrem Regionalfernsehen. Dankeschön. Danke. Danke. Tschüss. We'll be right back.
die traumhaften Champagner fehlten. Mit Fame viel Geld, schicken Willen und Sonnenbrillen. Wenn am Freitag die Millionen im Euro-Jackpot sind. Wächst und wächst und wächst. Freitag rund 65 Millionen Euro im Jackpot. Spiele, gewinne beim Original. Lotto Thüringen.